Ja Leute, da wären wir wieder zum neuen Stream und gerne auch in der Beschreibung am zweiten Link vorbeigucken. Und zwar gibt's da die Playlist von meinem anderen Kanal verlinkt mit allen dort erschienenen Videos. Und da ist schon einiges an Geschichte geschrieben worden, sag ich mal. Anfang des Projekts hatte ich ja sowieso noch keine Streams gemacht. Deswegen lohnt sich's vielleicht dort reinzuschauen. Das war damals auch noch Exklusiv-Content. Aber na gut, es sind halt auch schon ziemlich alte Folgen, muss ich dazu sagen. Jedenfalls, ja, bis heute läuft das Projekt, seit fast 4 Jahren, bald ist wieder Jubiläum und heute gehen wir hoffentlich in den Stream. Es kann aber auch sein, dass ein bisschen was schief geht, denn ich versuche jetzt schon zum dritten Mal das Modpack zu starten und ich glaube irgendwie nicht, dass es geht. Ich weiß nicht, was es ist, Falk hat ja das gleiche Problem und irgendwer anders auch, aber ich kann hier gerade nicht das starten, ich weiß nicht, ob ihr jetzt... Was seht? Ne, Blackscreen, wie ich hier im Hintergrund erkenne. Ja, scheiße, ey. Ich kann das Modpack nicht mehr starten. Und genau das Problem hatte nämlich Falk auch. Und ich habe jetzt Angst, dass das generell nicht mehr geht. Vor allem verstehe ich nicht, warum das einfach knallhart durchgreift, weißt du? Erst geht's beim einen nicht, dann bei dem anderen. Bei Rietze war es, glaube ich, auch schon als erstes. Und dann muss es eben bei mir dann auch nicht mehr gehen, wisst ihr? Obwohl es die ganze Zeit zwischendurch noch ging. Hä? Also, das verstehe ich jetzt echt nicht. Irgendwas ist ja ganz komisch. Gibt's hier ein Update oder was? Warte, ich schließe das. Das bringt nichts. Ich habe vorhin schon 5 Minuten gewartet. Wenn der hier bei dieser Stelle hängen bleibt, dann kann man es vergessen. So, ich probiere jetzt nochmal hier was einzustellen. Und zwar bei... Modpack-Optionen. Wir haben ja hier eine empfohlene Version, genau. Da gibt es auch keine andere. Neueste. Empfohlene. Ja, kann man jetzt nicht viel machen, ne? Ich weiß auch nicht, ob ihr das jetzt seht, wenn ich hier was mache. Oder ob das hier ein bisschen rumbuggt, denn das ist aber komisch. Ich probiere es nochmal. Ja genau, jetzt seht ihr schon wieder das Blinken hier und ach, das ist auch mal unchillig. Hm. Ja, warte. Ich hoffe, ich krieg's noch hin, sonst spiele ich im Vanilla weiter, ist mir egal, ne? Also nicht immer, aber für eine gewisse Zeit oder so. So, warte, jetzt sieht man ja, wie weit es ist. Der Anfang vom Modpack lädt noch, wie er soll. Ja, immer bis zu dieser 48 oder 42, genau. Und dann geht's nicht weiter, hä? Was ist das? Warte, da oben ist noch eine Änderung. Komischerweise bei OBS sehe ich noch diese Änderung da im Bild, aber im Minecraft-Fenster nicht. Und ja, da ist auch schon jemand im Chat, Melkor73. Ich weiß nicht, kennst du das Modpack? Borderlands? Nee, was? Borderlands spiele ich nicht. Ach. Ah, das kenne ich auch. Na, ich weiß nicht, also mit dem Modpack, das wird wahrscheinlich jetzt echt scheiße. Ich könnte höchstens mal gucken, ob wir ein ähnliches Modpack finden. Dann kann ich mal die Welt dort reinladen. Oder sowas. Das wäre eine Idee. Dass ich sage, wir nehmen eben ein neues Infinity Modpack sozusagen. Ich gucke dann erstmal im Technik Launcher. Das wäre für mich jetzt erstmal einfacher zu starten und alles. Mit dem Technik Launcher komme ich insgesamt schon besser klar. Oder mein PC auch. CurseForge ist immer so, das zieht immer nochmal viel mehr Leistung. Ne, unnötig. Und ja, ich glaube, dass jetzt hier nichts mehr passiert, aber der Technik-Launcher ist ja auch geschlossen. Ich kann darauf gerade nicht zugreifen, erst wenn das Modpack wieder geschlossen ist. Ist auch immer blöd, aber ich kann nebenbei mal noch einen Technik-Launcher starten, in der Hoffnung, dass es geht. Und dann kann ich da mal rumsuchen. Ah ja, da ist er. Okay, ich suche mal nach Link. Ne? Hier gibt's noch einen Minecraft-Link. Das hat...
Warte mal, 426 Installationen, wie viel hat unseres eigentlich? 31.000. Okay, jetzt bin ich wieder da. Gerade ging meine Endmute-Taste nicht. War schon die ganze Zeit jetzt hier der Launcher wieder im Vordergrund oder war noch Blackscreen? Denn vorhin hatte ich das gesehen. Jedenfalls, das Modpack hat nicht gestartet und jetzt kann ich weitersuchen. Ich war AFK. Wir können ja mal schauen in hier dieses andere Link-Modpack. Ja, das seht ihr auch. Und zwar... Es hat zwar wenig Installationen, aber ich probiere es jetzt einfach. Basiert auf dem Projekt und wurde von bla 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 erstellt. Da kann ich zumindest erstmal im Singleplayer weiterspielen. Da würde ich die Welt jetzt einfach rüberziehen, die ich letzte Folge verwendet habe. Also, ich habe ja schon eine Folge aufgenommen zwischendurch. Und ja, da muss ich halt gucken, ne? Das wird es wahrscheinlich nicht bei Eternus geben, wenn ich mal dort danach suche. Aber dann nehme ich mal lieber nicht den Original Eternus Account, sondern irgendeinen, wo gerade keine Welt drauf ist, parallel. Da gibt es nämlich zum Beispiel den alten Hardcore Server. Und darüber kann man das gut probieren, da ist nämlich nichts mehr. Erstelle einen Server. Machen wir mal hier. Ja, irgendwie Test. Ach, egal. Bei der LP lasse ich jetzt so, wie der Name hier halt ist. So, erstellen. Und okay. Jetzt hier, wo haben wir da Modpacks? Ah ja, Software. Kommt wieder Werbung. Was müssen wir da nehmen? Modpacks, ne? Unter dem Reiter. Dann gibt's ja noch Paper und so. Ah ja, Technik Launcher. Dann hast du hier die Auswahl.
Gibt's da überhaupt Minecraft Link? Hä, nee, das ist gar nicht vorhanden. Irgendwie. Oder sehe ich das gerade nicht? Es sind nämlich gar nicht so viele Modpacks hier, die man da zur Auswahl hat. Blightfall. Tacket. Warte, ich kann doch hier nach Schrift suchen. Link. Ah doch. Ja, das heißt einfach nur Link ohne irgendwas. Deswegen war ich verwirrt. Na gut. Eins, zwölf, zwei. Link YouTube Projekt. Ja, das ist das andere. Version 10b. Ich guck mal hier, wenn ich da auf den Link gehe zum Modpack. Da steht alles mögliche, Updates. Okay, es kann auch sein, dass ich gleich in Schach wechseln muss. Das weiß ich noch nicht. Aber, das machen wir dann spontan, falls es so wäre. Es nervt immer mit dem Rumgeblinke hier. Ich weiß, das hatten wir jetzt schon wieder die ganze Zeit. So, ah ja, das sieht genauso aus oder ähnlich. Vielleicht können wir damit am Ende auch auf den Server joinen. Ne, das glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. So. Ich will mal probieren, dass wir das als Bild kriegen direkt. Okay, Black Screen ist jetzt schon mal bei Twitch, wie ich sehe. Ah ja, jetzt sieht man das. Sehr gut. Ja, das ist alles irgendwie scheiße hier, ne? Terme expanden. Jetzt musst du erstmal die ganzen Mods laden. Zum ersten Mal. Und wieder ein neues Modpack. Oh Mann. Wie viel das wieder an Daten frisst. Also an Speicher. Ich guck mal hier Modpacks. Oh, hier sind auch noch uralte Modpacks, die kann ich mal löschen eigentlich. So, hier ist genau das Link-Projekt. Ich guck mal, wie viel hat das eigentlich von der Größe. Dauert ein bisschen hier, bis er die Daten gezählt hat. Jetzt ist er bei 100 Megabyte. Oh, jetzt 400 schon. Okay, 483. Und das andere? Das neue jetzt? Ah, es hat schon 410, 413, das baut sich halt noch auf. 670, hä? Oh man, nochmal so viel, das ist ja fast wieder ein Gigabyte.
Also über einen halben deutlich. Und das kann ich eigentlich gar nicht gebrauchen, ey. Warte mal, hier habe ich noch irgendwelche Mods. Die können weg, glaube. Eigenschaften. 48 Megabyte, ne, das ist jetzt auch nur Tropfen auf den heißen Stein, wenn ich es lösche, aber besser als nichts. Ah, hier ist ja noch Fun Day. Aber Fun Day 2, warte mal. Was ist denn das hier unten? Fun Day 1? Was habe ich denn da für einen Speicher? New World? Als Welt? Screenshots, das ist immer gut. Ah ja, hier von dieser Testfolge von Fun Day damals, also aus der Staffel 1. Ja, okay, ich kann mich erinnern wieder. Ah, Fun Day 2 weiß ich gerade nicht, wo das Modpack ist. Da habe ich nur hier eine RAR-Datei irgendwie. Die hat auch ziemlich viel, ich glaube, die lösche ich gleich mal. Das sind da übelst viele Mods noch. Oh. Ich guck mal, ich habe ja hier noch eine. Ja, Instances. Nee, da ist das nicht. Ja, habe ich hier nicht noch irgendwo. Was ist denn das hier noch? Saves? Ach so, das ist einfach nur eine. Das sind noch alte Singleplayer-Welten, alles klar. Modpacks. Minecraft Evolution. Da sind auch nur noch Screenshots da. Merton. Alter, Merton hatte ich auch noch. Ach nee. Was sind da für Mods drin? Oh, das ist noch leer. Hexit 1. Das kann doch auch mal weg, oder? Was sind da für Screenshots drin? Wahrscheinlich auch so uralte. Na toll, jetzt ist wieder Blackscreen bei Twitch. Man liebt es. Ja, hier sind noch die ganzen Screenshots. Oh ne, und das sind auch noch so viele, weil man immer 50 machen musste, weil das rumgeflackert hat, ey. Oh, das war noch schlimm. Alter. Dann Bright. Dass ich Bright noch hier rumliegen habe, Alter. Voidpack 2. Das Galaxy-Projekt kann auch weg, eigentlich. Es braucht kein Mensch mehr. Hier habe ich noch diese Ersatzwelt gespielt, genau. Wie groß ist denn das eigentlich, der Modpack-Ordner? Schauen wir mal, Eigenschaften. 150, okay, es geht auch noch weiter. 156. Meistens zählt da gegen Ende dann nochmal richtig viel. Jetzt ist erstmal so eine Phase zwischendurch, weißt du, weil da muss halt immer erst berechnen die Dateigröße. Oh, jetzt steigt's an. Auf 540 Megabyte, oder das kann weg. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt lösche. Ah, eigentlich die Screenshots brauche ich nicht mehr. Was will ich noch damit, ne? Es wird irgendwann zu viel alles. Gerade Modpacks nehmen übelst viel ein. Custom Roleplay, was ist das eigentlich? Mods? Hä? Sind das nicht hier die Fun Day 2 Mods, die ich vorhin gesehen habe? Ich weiß nicht, ne? Aber es sieht mir so aus. Aber warum habe ich Fun Day 2 nicht mehr installiert? Hä, Custom Roleplay, war das zufällig das von Minecraft Beyond? Ah, ich habe keine Screenshots dazu, scheiße. Sonst wüsste ich's. Alter, und wie lange braucht er, um das Modpack zu starten? Aber das läuft noch, lustigerweise. Ey, das ist ja Wahnsinn. Hoffentlich ist das nur beim ersten Mal starten so. Sonst kannst du es vergessen hier. Ich war immer so froh, dass das relativ schnell zu starten ging.
Und wisst ihr? Screenshots all the mods. Ja, also ich muss mir was einfallen lassen wegen Infinity. Wenn das jetzt nicht klappt, ja, entweder packen wir dieses Modpack, was ich jetzt habe. Das ist ja auch schon älter. Also wird es hoffentlich auch verbleiben im Technik-Launcher. Vielleicht kann ich Handy oder so das so einstellen, dass das ganz normal. Ja, dass wir das halt auf Aternus hauen können. Ne? So, und dann könnte ich sagen, ich konvertiere irgendwie die Welt, das kann ich ja jetzt schon mal machen. Mit der Singleplayer-Welt, die ich habe. Das dauert jetzt wieder. Modpacks, nehmen wir mal. Wo ist Minecraft Infinity? Warte mal, Link, YouTube-Projekt, wo ist es? Hier. Okay, jetzt kommt wieder Musik, sinnloserweise. Machen wir es mal aus. Okay, Multiplayer, na gut, das ist sinnlos. Also, jetzt Saves, genau. Habe ich bei dem anderen schon Saves? Ne, noch nicht. Jedenfalls würde ich das darüber verschieben. Infinity. Und zwar war das ja vom 13.12. Genau, da hätten wir's. Und seht ihr es überhaupt? Ach, auf Twitch steht hier Netzwerkfehler. Deshalb war Black Screen. In OBS ist es nämlich richtig. So, na, ich spiele die jetzt. Da wird ja wahrscheinlich irgendein Hinweis jetzt kommen, dass Mods nicht kompatibel sind. Aber muss ich eingehen. Wird ja nicht anders funktionieren, ne? Hm. So. Okay, warum dauert das jetzt wieder so lange? Ich meine, ich kann hier auch was anderes nebenbei machen, aber trotzdem nervt's. Ich will ja mal ein bisschen vorankommen. Sicher muss der jetzt erstmal wieder alles starten, aber irgendwann steht's auch nicht mehr im Verhältnis. Ich warte jetzt schon wieder so ewig. Ah, jetzt lädt's. Ah ja, hier 24 Missing Entries. If you continue, the missing will get removed, the world backup. Your saves direction here. Okay. Missing Minecraft Entities, Twilight Forest, okay. Da gibt's bestimmte Sachen nicht. Ein Golem gibt's nicht. Golem Fireball. Blocks, boah, sorry für den lauten Zisch, das laute Zischgeräusch. Kann ich hier noch mehr angucken? Nee, toll. Warte, was ist, wenn ich das Fenster nach unten ziehe? Ach, dann stehen sie da, na super. Jetzt muss ich das erst so klein ziehen, damit man das sieht, ey. Okay. Hm. Ziehen wir es mal noch kleiner. Damit kann man ja nicht rechnen. Mhm. Ja, da kann man jetzt hier sich das mal zurecht reimen. Ziehe ich das mal größer in OBS.
Also die Mods wären betroffen, da kann ich später nochmal in der Aufnahme nachgucken, welche das alle sind. Falls ich das wissen will und... Ja, ansonsten muss ich gleich mal wieder... das richtig einstellen und nicht so komisch hier. Ich mach das erstmal in die Ecke. Und gleich, guck ich bei F3. Das ist ja wieder eine Prozedur hier, ey. Ah, da bin ich irgendwie froh, dass ich direkt streame. Ja, ich meine, habe ich wenigstens ein Folgenthema, aber ist jetzt auch nicht so angenehm, ne? Ey, das ist ja echt übel scheiße, ne? Aber ich glaube bald, dass ich sogar Infinity im Singleplayer, nee, Quatsch, in Vanilla ziehe, lieber. Oder wollen wir das wirklich mit dem Modpack? Na gut, wir können es erstmal probieren mit dem Modpack. Aber langfristig weiß ich nicht, ob das was wird, wenn das nämlich dann auch wieder nicht mehr geht. Dann müssen wir wohl eher auf Vanilla umsteigen, habe ich das Gefühl. Da wäre ich ja jetzt auf absehbare Zeit wahrscheinlich nur im Survival spielen. Denn ich glaube nicht, dass ich großartig dazu komme. Quatsch, ich werde auf absehbare Zeit nur im Singleplayer spielen, nicht im Survival, ne? Das ist sowieso. So, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt bald dazu komme, mich um den ganzen Scheiß hier zu sorgen und da alles zu machen. Das ist natürlich scheiße, ey. Ah, Vanilla wäre schon nicht so schlecht, irgendwie. Obwohl es auch nicht Sinn des Projekts wäre. Ne? Da hätte ich einfach so ein Vanilla-Projekt, das ist es irgendwie nicht, weißt du? Die ganze Zeit war es vor allem ein Mod-Projekt. Gut, jetzt prinzipiell, ne? Wäre es nicht schlimm, das umzustellen, aber das ist ja nicht der Sinn davon, ne? Das ist einfach das Ding. Aber gut, ich werde darüber nochmal in der Folge reden, die ich hoffentlich gleich aufnehmen kann. Ich weiß ja nicht, wie das hier mit dem Starten aussieht. Braucht er jetzt so lange, weil er die Welt noch, weil er noch ein Backup macht oder was? Ich weiß ja nicht, was das Problem ist. Keine Rückmeldung, wisst ihr, immer so ein Scheiß. Ich kann nichts machen. Es funktioniert nichts. Was ist das? Jetzt Loading Terrain, endlich. Und wie lange wird das wieder dauern? Ach, das geht dann mal. Okay, ich habe schon mal mein Inventar. Ach, der erste Slot wurde einfach mal ersetzt durch ein Buch. Toll, da ist das andere Item wohl gelöscht oder was? So, warte, jetzt erstmal F3. Ich weiß, das sieht gerade furchtbar aus. Es tut mir leid. So, damit hier mal wieder Normalität einkehrt. Oh shit, da waren wir schon nah dran. 719 und 720. So, dann 1280. Jetzt. So, und dann groß ziehen. Okay, haben wir das erstmal. Dann, Alter. Boah. Warte, ich muss erstmal ein paar Sachen einstellen. Also, Render Distance nochmal. Das kommt erstmal in die Hotbar. Brightness kommt hoch. Smooth Lighting kommt auf 35%. Hier kommt es auf Minimum. Graphics machen wir mal auf Fancy. Tja. Dann erstmal Controls, das aus. Sneak, da gucken wir später. Video Settings. Details, Clouds machen wir auf. Dann Cloud Höhe machen wir auch aus. Vor allem, du kannst dann ja 0 oder ausmachen und dann hier auch nochmal aus. Das ist also was. Aber okay. Rain and Snow, Default.
Ja, ich mach mal fast. Dann Sky, Stars, ja, wegen mir. Fog. Mach mal einfach aus. Das ist doch das Beste, ne? Fog Start. Mach mal fast. Damit hier alles ein bisschen schneller geht. So, wo ist denn jetzt der Scheiß mit Mipmap? Genau, das ist aus. Das hasse ich nämlich. Better Grass ist aus, das ist auch gut. Performance. Smooth, der ganze Scheiß braucht man nicht. Wo ist hier Particles decreased? Portal Animation, Explosion Animation, Smoke Animated, Water Particles, Portal Particles. Ja, der kannst du einfach alles ausmachen, ne? Rain Splash. Na, das lassen wir mal noch an. So, ich habe ja Decrease gemacht. Ich hoffe, das bringt was. Manchmal ist das ja auch so, dass diese Optionen dann von den anderen überlagert werden, sozusagen. Wetter machen wir aus. Time, Default. Wo ist denn jetzt das mit, ja, FPS. Genau. Max FPS. Hier, V-Sync. Ne, da machen wir 30. Das wollte ich noch. So. Okay, das sieht jetzt ran ganz komisch aus durch die Smooth-Dings. Vielleicht muss ich doch auf 100 machen. Aber gibt's jetzt hier einen Unterschied zwischen dem und dem anderen, wenn ich hier sage Maximum? Das ist doch gefühlt dasselbe. Off. Ne, ist schon ein Unterschied. Minimum. Wie ist denn das jetzt bei 75? Na, man sieht schon einen Unterschied, ne? Ja, komm, ich mach's wieder auf 100. Also sind das quasi immer nur die Prozentwerte vom oberen, ne, von der oberen Einstellung. Die wird als Grundlage genommen. So, jetzt guck ich erstmal. Ah, jetzt ist, glaube ich, mein Backpack weg, gell. Der ist doch hier nicht dabei, wahrscheinlich. Oder der wurde ersetzt durch dieses scheiß Buch, weil das automatisch ins Inventar kommt. Rendingale, Heart of Fire. Was hatte ich denn zuletzt alles in dem Backpack? Ah, wenigstens gehen die Dinger noch. Oh. Hey, lol. Die geben ja ganz andere Partikel von sich. Geht das noch? Immerhin etwas. So, nicht, dass jetzt hier die Truhen abstürzen. Oh, lol. Ist irgendwie alles so anders, ne? Boah, diese Partikel nerven mich übelst, ey. Aber die, wo kriege ich denn die deaktiviert? Unter welche Kategorie zählen die? Glowstone Farm. Ey, ich habe übelst viele von diesen beschissenen Büchern. Was soll ich damit? Was ist denn jetzt hier noch da? Hier ist die Hälfte weg. Obsidian. Oh, hier, da ist aber dieser Mod drinne, wo man das sortieren kann. Das ist nicht schlecht. Den hat man doch sonst nicht, oder? Boah, aber dass der Backpack ist, weg ist, das ärgert mich schon. Hier ist auch einiges raus. Guck mal hier, die ganze Rüstung, das war doch alles fast voll. Hier sind eigentlich nur noch Vanilla-Items. Hier, das fehlt auch, da war glaube ich dieser. Ne, die Dragonscale, die gibt's sogar noch. Okay. Hier fehlt alles, ne? Das war so, glaube ich, nicht rausgenommen. Hä? Armor Stand, Alter, wieso sieht das so aus? Das ist ja vollkommen anderes Feeling jetzt hier. Also da habe ich auf Dauer aber keine Lust drauf, ne? Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich Fortschritte hier erzielen soll. Was ist denn jetzt? Ne?
Das ekelt mich ja an, Alter, irgendwie. Ich kann doch jetzt nicht mit diesem random Modpack hier zocken. Auf Ernst. Wo die Hälfte fehlt. Ich meine, wenn jetzt wenigstens das meiste noch da wäre. Ah, ist ja nicht. Wie sieht denn das im Netter aus? Und bitte lad jetzt nicht eine Stunde. Ist das ein Scheiß, ey. Okay. Ja, diese Einblendungen da oben nerven mich schon mal übelst. Die hatten wir bis sonst auch nicht so. Ach Leute, das sind ja ganz andere Viecher wieder. Aber zumindest funktioniert der Netter irgendwie. Ich gehe mal hier durchs Portal, da bin ich gleich wieder bei mir. Dann kann ich mal durch die Stadt gucken. Okay, Hauptsache der ist noch da, ey. Ach, das stört mich irgendwie alles, ne? Vor allem, was machen wir jetzt mit dem Backpack-Inhalt? Ich habe jetzt eigentlich keine Lust, mir das wiederzuholen. Weißt du, weil das wäre ja dann umsonst die Arbeit, falls ich doch nicht hier bleibe. Ich will mir jetzt eigentlich ja keine unnötige Arbeit machen. Wir können ein bisschen rumgucken, was es gibt und was nicht. Das ist eigentlich das Hauptziel jetzt. Aber alles andere, da bin ich nicht zu bereit gerade. Ich würde vielleicht nochmal in verschiedene Kisten gucken. Ich meine, hier war ja noch nicht viel. Ich habe ja zum Glück auch viel mit Vanilla-Items gemacht, ne? Das ist am Ende wirklich doch besser. Es macht sich bezahlt irgendwann. Wenn man zu viel mit diesen Mods macht, ärgert man sich nur hinterher. Guck mal hier, die ganzen Häuser stehen wenigstens noch, weil es alles Vanilla-Items sind. Grauer Teppich. Hatte ich ja komplett vergessen. Ja, hier fehlt halt auch schon wieder übelst viel. Hauptsache so ein Scheiß ist dann noch dabei. So random Items, weißt du, die du irgendwo aufgeschnappt hast. Jetzt weiß ich auch nicht, ob es einen neuen Map Generator gibt durch die anderen Mods. Wenn jetzt andere Biome hier eingefügt sind. Das kann natürlich alles sein. Ah, der Keller hier, den finde ich immer noch cool irgendwie. Ah, ist das scheiße, das ist richtige Krise gerade hier. Ne. Das Rending Gale funktioniert irgendwie auch ganz anders als vorher, habe ich das Gefühl. So, das geht wenigstens noch. Also immerhin ist es ja die gleiche Minecraft-Version. Dadurch ist zumindest einiges schon mal geklärt. Wer ist denn da gestorben eigentlich? Nicholas the Playso, oh shit, den müssen wir hier behalten. Das ist ja... Kult, sozusagen. Oh jo, ich hab ja Elytra. Ja, ja, das ist ja eigentlich übelst geil. Aber es kann sein, dass ich dadurch, gleich richtig viel kinetische Energie hier sammle und dadurch sterbe. Das weiß ich jetzt nicht, wie sich das verhält. Wird wahrscheinlich richtig komisch berechnet.
So, hier. Nee, warte, doch, es hat geklappt mit dem Landen, immerhin. Warte mal, bei Rietze kann ich noch gucken. Der hatte doch auch viel Loot und sowas. Okay, hier ist schon mal alles da. Hier auch. Da, naja. Okay. Der hat ja eigentlich noch alles, ne? Alter, wie unsortiert sind die Kisten alle, ey, yo. Vor allem jede Kiste ist voll. So viel Zeug, das ist alles Loot. Ah, der hat einfach fast, der hat nichts verloren. Eigentlich ist da noch alles da, ne? Und bei mir stelle ich sofort Lücken fest. Wie geht denn das eigentlich? Ey, und die echt essen ja richtig komisch. Ah, jetzt habe ich ja so richtig komische Tiere rumlaufen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warte mal, ist das bei den normalen auch? Ey, die sehen ja jetzt alle so aus. Außer Hühner. Ach nee. Was haben sie denn mit den Schweinen gemacht? Och, bitte nicht, was ist das denn? Och, was ist. Nein! Holstein! Kommen die jetzt aus Norddeutschland oder was auf einmal? Naja. Ah, Hauptsache die Hühner, die sind stabil. Die einzigen. Ach, das ist ja auch blöd, ey. Was willst du denn mit solchen Models? Das sieht ja aus. Junge. So ein Schrei, Schrott. Warte mal, der Block, ja genau, der schwebt da immer noch so verbuggt rum. Hätte ja mal sein können, dass das wenigstens weg ist. Ah, Leute, da steht ja jetzt immer, wie viele Tage man gelebt hat. Ich glaube, das war vorher noch nicht. Also, es wurde anscheinend gespeichert schon, allerdings war es nicht angezeigt. Und jetzt sind ja auch Waypoints wieder, wie ich sehe. Das ist auch sowas. Das hast du in jedem Modpack. Eigentlich hat mich das immer hier ein bisschen noch zufrieden gestimmt, dass wir das mal nicht dabei haben, weil das wirklich überall auftaucht. Na, egal. So. Ja, ich würde jetzt erstmal so langsam beenden. Ich weiß noch nicht, was ich nachher streame. Hoffentlich Hexit oder so. Wäre gut. Und dann schauen wir mal, ne? Ja, ich verabschiede mich erstmal. Ich muss jetzt die Folge aufnehmen. Also haut rein an der Stelle und wir sehen uns irgendwie später. Ciao.